Ach, verletzter Männerstolz. So ein ausgezeichnetes Motiv. So eine Bettgeschichte könnte unserer heiligen Alberich wohl nicht passieren, hm? Liebhaber und Ehegatte auf einmal. Sie kennen mich nicht. Oh, machen Sie mir bloß keine Angst. Sie Albtraum meiner schlaflosen Nächte. Sagen Sie, Alberich, habe ich da eben den Satz gehört, Hände weg von Börne? Ist mir so rausgerutscht, Chef. Das war das Schönste, was Sie je gesagt haben. Wird nicht wieder vorkommen. So.